Fasching, Fasnet, Faschenacht, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Hier in Buchen nennt man es Faschenacht. Und hier wird heute am 11.11. natürlich auch traditionell die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Allerdings ziemlich, ziemlich besonders, denn die Narren hier der FG Nahalla Buchen, die ziehen in Schlafanzügen und mit so einer schönen Schlafmütze und mit Martinsgans durch die Altstadt in Richtung Bürgermeister und wecken den traditionell auf mit dem Ruf Kerl, wach auf. Da laufen wir auch mit, allerdings nicht in diesem Outfit. 10.31 Uhr, der Elferrat der Faschingsgesellschaft verlässt das Zunfthaus. Mit Trommeln und Akkordeon geht's zum alten Rathaus und dort wird die Gans an den Bürgermeister übergeben. Ja, an St. Martin bekommt man ja normalerweise als Zins, hat man früher eine Gans gebracht und das führen wir heute noch nach. Und er bekommt eine lebende Gans und die darf dann auch wieder ins Freie. Hinter dem närrischen Treiben Dutzende Schaulustige, die nach Corona endlich auch die fünfte Jahreszeit erleben können. Angekommen beim alten Rathaus, jetzt wird Bürgermeister Roland Burger die Martinsgans übergeben und die Pachtzins für das Zunfthaus. Gleich auch 11.11 Uhr, dann wird ein ganz besonderes Hinterteil von den Narren geküsst. Warum schauen wir uns dann genau in dem Moment an? Der Legende zufolge läuft dieser traditionelle Narrenweckruf seit über 600 Jahren immer gleich ab. Buchen gilt in Baden-Württemberg als echte Narrenhochburg. Mit lautem Gesang und ordentlichem Getöse macht sich der Zug auf in Richtung Highlight des Tages. Angekommen im alten Museumshof von Buchen. Hier werden jetzt gleich die 11 Räte des Faschenachtsvereins vereidigt. Passiert folgendermaßen, die ziehen sich jetzt um. Die 11 Räte sind diejenigen, die die Schlafanzüge anhatten. Die schmeißen sich jetzt richtig in Schale, werden dann vereidigt. Und zwar mit einem Kuss auf den Hinterteil des steinernen Blecker ist das Wahrzeichen von Buchen. Da kommen sie, die wichtigsten Figuren heute in Buchen in ihrem traditionellen Kostüm. Jeder leistet jetzt seinen Schwur, der Faschenacht treue Dienste zu erweisen und vor allem kein Glas vollzulassen. Besiegelt wird alles mit dem Kuss direkt auf das Hinterteil. Eins, zwei, drei und da noch einer. Larissa Mattusch hat auch geküsst und ist jetzt stolzes Mitglied im Elferrat. Es ist sehr schön, dass wieder Faschenacht hier bei uns in Buchen ist. Wir freuen uns alle jetzt nach der Corona-Pause mehr oder weniger wieder starten zu können, die Kampagne. Der Start in Buchen, ein voller Erfolg. Eine Stadt voller Tradition steckt nun mittendrin in der für sie schönsten Zeit des Jahres.